Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Novus. Weiter geht's mit meinem Haus. Letztes Mal haben wir ja angefangen, Automaten zu bauen und so ein bisschen das Haus zu bauen, beziehungsweise unten diesen Crafting-Raum. Ihr könnt mir natürlich weiterhin in die Kommentare schreiben, was ich quasi weiterbauen soll. Oder wo ich weitermachen soll. Anbei nochmal die Anmerkung. Oh nein! Am Sonntag 18.30 Uhr ist der Livestream. Wer sich jetzt darüber wieder aufregt, fickt euch! Nein, Quatsch. So, warte mal. Sprint ist Left Control, ist richtig. Allerdings Zoom kommt auf eher. So. Weil ich habe jetzt wieder ähnlich wieder Optifine drin. Jetzt läuft es auch immer ein bisschen besser. Aber ihr könnt ja mal, wer Ahnung davon hat, guckt jetzt einfach mal über die Einstellungen, wo ich vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Jetzt habe ich hier die Quality, Performance, Other, da noch Animations, Details und das war's. Also klar war das jetzt relativ schnell, aber ihr habt ja einen Pause-Button, den habe ich nicht. Habe ich schon, aber dann sieht er, ne, habe ich nicht. Okay. Ich wollte jetzt Pause simulieren, aber geht leider nicht. So, aber ich wollte ja auch im Livestream so eine Art Kill-Switch bauen, dass man quasi alles ausschalten kann und das wird dann wunderschön. So, aber ich hatte für heute etwas Besonderes geplant, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, die Rakete links, auf der linken Seite, da muss was richtig Cooles hin. Also wenn man aus dem Fenster guckt, weil jemand sagt auch, mach das doch in der Mitte, aber ich denke mir so, nein, ich möchte das nicht in der Mitte haben, ich möchte etwas Spezielles haben. Und wir brauchen die Raffinerie. Nein, ich muss das erstmal hier reingeben, glaube ich. Die Raffinerie. Refinery heißt das hier, ne? Refinery, da haben wir sie. Oh, unrefined dash, richtig viel. Refinery brauchen wir, dann brauchen wir noch Fluid Condens haben wir, Kabel für Strom haben wir, dann brauchen wir noch Tanks. Normale. Oh, ein Stack Tanks, danke Harko. Dann brauchen wir noch Tanks, dann brauchen wir noch andere Sachen und zwar mehr Kabel brauchen wir. Conduit. Also ich habe mir das schon mal geplant, ich weiß aber nicht effektiv, wie viel ich davon brauche. Aber wir nehmen einfach mal. Boah, dafür habe ich so viele gebraten, ne? Das war der Wahnsinn. Oh, Alter, ein Stack, wie geil. Okay, cool. Ab zur Rakete. Aber ich glaube, so ein Killswitch springt echt hier drin. Wir gehen das mal runter. Ich habe einen String aufgesammelt. Gehen wir mal runter zur Abschussrampe. Hier wurde mir gesagt, ob ich da nicht die Schwarz-Weißen nehmen kann. Schreibt da ganz gerne mal in die Kommentare, ob ich diese nehmen soll. Oder die Schwarz-Weißen, weil die sehen ja teilweise auch nicht schlecht aus. So. Oh nein, da fehlt ein Block. Wir müssen einmal so machen. Ich glaube, das ist relativ egal, wo die Refinery bzw. der Fuel Loader dann letztendlich hinkommt. Nur mir fällt gerade ein, die Eingänge sind nicht so egal. Weil irgendwo muss der Fuel reinkommen und irgendwo muss auch das andere Zeug reinkommen. Ich überlege gerade, ob ich nicht. Soll ich den Umweg über da hinten machen? Ja, ne, komm. Komm, machen wir. Ich muss auf jeden Fall einen kleinen Umweg gehen. Gut, dass ich jetzt die Decke habe als Anhaltspunkt. Jetzt weiß ich, wo ich hochgehen muss. Und Sie sehen auch oben links, ich bin immer satt. Das ist voll gut. So, in die Wand kommt dann das Kabel rein. Ich glaube, ich gehe einen weiter nach hinten. Dann spare ich mir diese Conduit-Fassaden. Zumindest an manchen Stellen. Hui. So, da kommt das hin. Ich hätte ganz gerne, dass man. Warte, ich brauche irgendwo Öl. Und irgendwo Fuel. Und zwar cool. Und zwar richtig cool. Ja, ich glaube, das mache ich. Kurz überlegen. Laboratory. Oh, Laboratory Blacks habe ich ja mit. Cool. Warte. Also ich habe mir das, schon mal vorgestellt, wie das ungefähr aussehen soll. Die Sachen werden auch noch stylisch natürlich angepasst mit Carpenter-Blöcken und wie sie alle heißen. Aber ich möchte das auf jeden Fall so bauen, weil das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Weil so hat man ungefähr immer einen Blick, wie viel Fuel man hat. Ich meine, klar, irgendwann wird es sowieso voll sein. Aber trotzdem ist es mal ganz nice. So, und dann kommt nämlich. Also die restliche Wand wird natürlich auch noch gemacht. Keine Sorge, das läuft. Dann kommt hier ein Tank hin. Dann kann. Genau, hier ist die Mitte. Dann müsste ich rein theoretisch zwei frei haben. Und dann wäre hier wieder der Platz. Nein, nicht mit der Schaufel. Ich sollte mal schneller gehen, oder? Fast. Mit Steuerung gedrückt halten kann man das übrigens einstellen, haben auch manche gefragt.
Ich erkläre immer ganz gerne, aber es läuft auf jeden Fall schon mal besser, weil ihr merkt, richtig am hart am Lenken ist es eigentlich nur da oben in dem in der Crafting-Ebene, da wo man sich am meisten aufhält. Aber ich glaube, das hat auch zu tun mit der Mob-Farm. Deswegen werden wir, wie gesagt, den Kill-Switch da bauen. Kann auch sein, dass wir da wirklich den ganzen Stream überbauen, diesen Kill-Switch. Aber der lohnt sich auf jeden Fall. Und wer jetzt nicht weiß, wer vielleicht die letzte Folge nicht gesehen hat, was redet er davon, einem Kill-Switch? Das hatte ich auch bei einem anderen Projekt. Dass man, wenn man gerade baut oder auf dem Server ist und was macht, dass man dann hergehen kann und diesen Kill-Switch umdreht. Dann gehen alle automatischen Maschinen aus, die Mob-Farm geht aus, weil da Licht drin angeht, die Farmen gehen aus. Und alles Unnütze schaltet sich ab, so dass man die komplette Leistung hat, um aufzunehmen, um zu streamen und so weiter und so fort. Deswegen, das ist, glaube ich, ganz cool. So. Das ist ganz cool. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wir brauchen... Hier kommt wahrscheinlich Fuel rein. Aber ich glaube, das könnte sogar eng werden. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Conduit-Fassaden. Also hier kommt Fuel rein. Beziehungsweise raus. Hier wird Fuel rausgepumpt. Extract. Und zwar always active. So, da kommt Fuel raus. Und rein muss nachher auch gucken. Es ist sogar rein theoretisch möglich mit einem Filter. Da müsst ihr aber nochmal genau gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, mit einem Eimer und dem Zeug drin. Mit einem Filter einzustellen. Habe ich eine Wrench dabei? Nein. Doch, habe ich wohl da. Das zum Beispiel, man hat nur ein Rohr und in dem Rohr kann man alle Flüssigkeiten transportieren, indem man dann sagt, pass auf, hör mal zu, du Flüssigkeit gehst zu dem Ausgang, du nach da, ja genau, du nach hierhin, du nach dahin. Aber da müssen wir halt mal gucken, wie es funktioniert. Warte mal, wir müssen, genau. Weil, danke für den Tipp, man kann wirklich den Fuel Loader, das wusste ich nicht, unter die Basis bauen. Das ist so cool. Oh nein! Und das wusste ich noch gar nicht. Deswegen, ich finde ja auch cool, dass Leute helfen, weil man kann ja gar nicht alles wissen hier. Insert. So, das heißt, das wird auf jeden Fall immer selber befüllt. Hier vorne können wir eventuell noch so ein Fuel-Kanister-Befüllanlage machen. Das machen wir oben hin. Oben machen wir das hin. Dann soll die Leitung nochmal hochgehen. Weil oben kommt der Galactic Craft hin, wäre natürlich so ein Fuel-Kanister gedönst am besten da oben. Und jetzt brauchen wir nämlich noch Strom. So. Oh, ich komme nicht mehr da rein. Strom. Ah, lol. Warte mal. Nein, nicht Insert. Disabled, weil es funktioniert wirklich nur auf der einen Seite. Mit Strom und mit dem anderen Kram auch. Okay. So, Strom geht hier hoch. Also ihr wisst schon, was ich jetzt bauen möchte. Eine automatische Befüllanlage für die Raketen, die man zu Hause auf die Basis stellt. Wenn dann irgendwann mal die T8-Rakete drauf ist. Ich meine, klar, irgendwann muss man nicht mehr irgendwo hinfliegen, weil man überall Portale hat. Aber ich finde es trotzdem mega cool, wenn man dann so einen Pool hat, der auffährt. Und da drin erstmal eine fette Rakete ist. Vielleicht bauen wir uns ja auch nochmal eine Raumstation oder sowas. Oder werden das komplette All erforschen? Ja, so, ich glaube, so viel ist da jetzt auch nicht drin, aber... Nein! Ich habe mich verbaut! So. Genau, die Höhe hat noch... Oh Mist, warte, ich glaube, wir müssen einen höher mit den Tanks. Sehe ich gerade. Weil ich möchte ja hier nicht überall die Laboratory Blocks haben und deswegen muss weiter hinten... Was anderes sein, so. Also muss das da weiter hinten, so rum. Zack, zack, zack. Dann machen wir die Fluid Condits einmal weg, machen die wieder neu hin. Müssen natürlich einstellen, dass es da an der Stelle rausgepumpt wird. Boah, ich glaube, das gibt diesmal mal ein größeres Unterfangen hier, ne? Weil ich glaube, das könnte für die Folge ein bisschen knapp werden. Aber was soll's. Letztes Mal haben wir ungefähr die Folgenlänge perfekt gehalten. Dankeschön. Und dann machen wir, damit es hier ein bisschen cooler aussieht, machen wir nur 6er. Nein! 2x3 Pakete, also 6 Tanks. Reicht auch vollkommen. So. Hier kommt Öl rein. Da ist nachher Kraftstoff drin. Und da kann man halt vom Fenster aus sehen. Ah, okay, ich habe noch so viel Öl. Ah, ich habe noch so viel Kraftstoff. Stein rein. Wie dunkel das da hinten ist.
Sieht man direkt, dass Optifine drauf ist. Okay, da muss ich nachher nochmal dran. Weil sich die Beleuchtung so ein bisschen anders anfühlt. Ja. Die fühlt sich ein bisschen anders an. Stein rein, zack. So, da kommt das raus. In der Mitte sollten wir dann auf jeden Fall die Refinery haben. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung die arbeitet. Wenn die überhaupt arbeitet. Nein, sag bloß, ich habe wieder verkackt. Ah, Mann, bin ich blöd. Warum verkacke ich immer? Weil der Tank muss ja noch eins zur Seite. So, Tanks haben wir genug. Und die sind ja alle noch leer, zum Glück. So, und wenn da nachher die Carbonerblöcke und so alles dran ist, dann wiegt das wahrscheinlich richtig gut. Richtig gut, so. Aber warte mal, Refinery könnte man... Oh, perfekt! Links ist Ölanschluss, oben ist Strom, okay. Und auf der anderen Seite ist das andere, cool. Oh, perfekt. Voll überrascht, hab selber hier hingelegt, aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Das passt alles. So, Strom geht hier oben raus. Oh nein, hui hui hui. So, 11 Minuten schon am Start ungefähr. Ja, man kann wirklich hergehen und... Ne, kann man nicht. Man kann jetzt nicht sagen, pass auf. Ich muss auf jeden Fall unten dran. Also, sprich hier mindestens. Wobei, da kriege ich auch nicht alles raus, aber trotzdem. Da ist das Richtige. Weil die Kanister sind echt so, man muss da unten rauspumpen. Extract always active. Das geht dann da raus. Geht dann hier hoch, geht da rein. Dann mache ich den hier weg. Disabled. So, dann geht es hier rein. Insert und da raus in den Tank. Da ist es wiederum egal, wo man reinpumpt. Extract und Insert. So. Ja, das ist ja schon mal cool. Jetzt bräuchte man eigentlich nur noch einen Tesseract, wo das Öl ankommt. Und wir müssen noch die Energieleitung drüben zum Versorgungsschacht legen. Könnte man am besten jetzt direkt machen. Dann ist das schon mal angeschlossen. Dann haben die Maschinen schon mal Strom. Aber ihr wisst ungefähr, wie ich das bauen möchte. Kann man jetzt eindeutig so sehen. So, dann brauchen wir noch ein paar Cobblestones. Und Energieleitung sollten wir hier drin lassen. So. Energie! Nein, da fehlt eine. So. Das ist ein bisschen blöd. Man erkennt hier nicht so gut, wie man da baut. Aber was soll das? Aber seht ihr, unten habe ich astreine FPS. Das liegt echt oben an dem Crafting-Raum. Da ist irgendwas drin, was kacke ist. Oh, nein! Alles verkackt. Oh, lol. Ich muss sagen, die Räume haben wirklich den perfekten Abstand zueinander. Jetzt muss ich einmal hier lunzen, wo wir denn... genau, am besten ist eigentlich immer, wie ich das bei den anderen gemacht habe, von hinten dran. Oh, nice. Ich habe irgendwie Angst, dass ein paar Schafe von oben runterkommen, aber passiert ja nicht. So. Da sind wir richtig. Hier kann ich auf jeden Fall noch zubauen, da komme ich noch dran, da auch. Na, wohl hier nicht so gut. Nein! Gut, ich bin ein bisschen zu perfektionistisch. Obwohl, dann würde ich hier wahrscheinlich überall dieselben Blöcke hinbauen. So. Hä? Nein, eins zu hoch, oder? Nein, nein, nein. Doch klar ist das eins zu hoch. Ne, oder? Warte. Doch klar. Ich muss hier auf jeden Fall gleich mal die Stufe reinmachen. Zumindest da hinten in der Wand. Ne, warte mal, ich mach das komplett. Ich mach das komplett. Wenn schon, denn schon. Das ist es wieder. So, genau hier. Und das erste Mal, dass ich quasi mich darum kümmere, also im Vorfeld schon drum kümmere und nicht erst im Nachhinein, dass man einen vernünftigen Versorgungsschacht hat, wo so ungefähr alles entlang läuft. So ME-Kabel und der ganze andere Kladderadatsch. Hallo? Könnte theoretisch natürlich auch noch
die ganzen Öle und so auf Disketten speichern. Ich habe ja auch so Fluid-Disketten. Aber das wäre dann zu viel. Aber ich möchte jetzt ganz gerne nochmal eben... Oh! So, aber ihr seht schon, wenn man sich diesem Punkt nähert, dann fängt es an zu ruckeln. Krass, Alter. Conduit. Wir brauchen ein paar Conduit-Fassaden. Hup. 10 Stück. Alter, ich brauche mal wieder welche. Dann brauchen wir 2 Thyrian-Blöcke. Hallo? Painted Glowstone. Ah, das für unten. Alles klar. 2 davon, dann können die gebraten werden. Haben wir Conduit-Blöcke für Laboratory-Blocks eigentlich? Conduit. Bitte, 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 bitte. Ja, Conduit-Fassaden. Hätte jetzt natürlich auch sein können, dass es irgendwie Glowstone ist. Ist aber nicht der Fall, deswegen ist das perfekt. Die beiden Blöcke haben wir, die anderen haben wir. Weiß ich, habe ja extra einen Fahrstuhl hingemacht. Zu der Abschlussrampe und geh mal außenrum, voll dumm. So. Dann kommt dieses Rocket Launch später drauf. Boah, das ist so geil. Ja, Strom ist drin auf jeden Fall. Nice. Und es wird immer befüllt von unten. Das habe ich noch nie gebaut. Dann müssen wir hergehen und hier die Conduit-Fassaden reindrücken. Okay, da kommt ja nachher eh was Normales rein. Zack. 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 Da kommt was anderes hin. Vielleicht auch Thymian oder so. Genau, Thymian. Das ist, glaube ich, ein Kraut. Kraut? Ja, ein Kraut. Der gute alte Krautsalat. So. Warte, komm, Mittelstück eben fertig machen. Ich muss wahrscheinlich noch nachher dran, um ein paar Lampen auszutauschen, beziehungsweise diese Dinger zu Lampen zu wandeln. Dann brauchen wir jetzt noch die normalen Blöcke, die kommen da hinten rein. Und dann müssen wir eigentlich nur noch machen, Öl hier hin. Wupp. Also Öl, dass das Öl quasi hier in den Tank kommt. Das könnte man dann auch von oben machen, eventuell mit einem Tesseract. Dass man dann irgendwo eine Pumpe hat, da ein Tesseract draufstellt und der Tesseract dann hier rein das Öl pumpt. Und dann hat man so gesehen seine Raffinerie. Seine automatische Raffinerie mit Anzeige, wie viel Kraftstoff man noch hat. So. Ich hoffe, ihr findet das cool. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, da müssen wir nochmal gucken mit den Steinen. Da muss noch eine Wand rein. Da kommt eh noch eine andere Wandfarbe rein. Oh, ich sehe gerade, wir haben das Stromkabel gar nicht bis oben hingelegt. Bis zur Raffinerie haben wir es gar nicht gelegt, dummerweise. Hätte ich spätestens gemerkt, wenn nichts passiert wäre. So, okay, das passt. Und Raffinerie hat Energie, perfekt. Boah, das hätten wir fast vergessen. Ich habe mir schon die Kommentare angeguckt, obwohl da steht bestimmt schon drin. Und wir holen uns noch ein paar Carpenter-Blöcke. Carpenter-Blöcke kriegen wir noch hin, in den 2 Minuten. Nächstes Mal gucke ich mal wieder, wen ich mir dann zu Gast hole. Schreibt mal in die Kommentare ganz gerne, mit wem ich noch aufnehmen soll. Ich habe ja schon mit einigen aufgenommen. Vielleicht mal mit dem Skate. Carpenter-Blöcke. Das wäre auf jeden Fall cool. So, Carpenter-Blöcke haben wir. Dann kommt noch... Aber da kommen dann, keine Ahnung, Factory-Blocks dran. Ich möchte jetzt nicht das komplette Ding da weiß haben. Das sieht ja super kacke aus. Also da, wo die Tanks sind. Also diese Sachen werden dann nochmal anders aussehen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wie cool das einfach ist. Gut, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt wie immer in die Kommentare, worum ich mich weiter kümmern soll, weil letztes Mal habt ihr gesagt, ich soll mal hier die Decke machen, habe ich hier reingemacht. Dann habt ihr gesagt, ich soll den Raketenraum weiterbauen, Hausbau machen. Bin ich gerade bei, Livestream Sonntag 18:30 Uhr. Da werden wir quasi einen Kill-Switch einbauen und wahrscheinlich hier oben ein bisschen was am Haus bauen. Die Küche wäre mal ganz cool. Und dass die Raffinerie funktioniert, weil meine Fuel-Kanister gehen langsam aus. Deswegen wäre es perfekt, wenn wir hier ein bisschen weitermachen. Aber alles später. Deswegen bis zum nächsten Part. Tschüss.